Wenn du dich entscheidest, dennoch aufzustehen, könnte das der Grund sein, weshalb andere Menschen heute Gott erleben. Ich meine das sehr ernst, wenn ich dir das sage, weil ich das tausendfach schon so erlebt habe. Wir vergessen oft folgende Wahrheit. Du lebst nicht, um diese Zeit irgendwie durchzustehen. Du lebst mit dem Auftrag, Gottes Liebe weiterzugeben. Wie fühlst du dich heute? In den letzten Wochen hatte ich viele unruhige Nächte, für die ich keine klare Erklärung habe. Eigentlich geht es mir gut und dennoch will mir da irgendetwas keine Ruhe lassen. Und so fühle ich mich morgens aufgrund dieser kurzen Nächte völlig gerädert. Du verstehst sicher genau, was ich meine, denn wenn man nicht gut schläft, wird man tagsüber von Kopfschmerzen geplagt, ist gereizt und genervt. Man sehnt sich förmlich nach dem nächsten Tag, in der Hoffnung auf eine erholsame Nacht dazwischen. Doch wenn sich die nächste Nacht wieder so gestaltet, verwandelt sich ein Gutnacht eher in ein Oh nein, nicht schon wieder. Kürzlich hatte ich eben genauso eine extrem schlaflose Phase. Doch tagsüber hatte ich so viel zu erledigen, dass ich mir nicht erlauben konnte, schlapp zu machen. Und ich erwischte mich überraschenderweise selbst dabei, wie ich morgens erschlagen aufwachte, mir aber dennoch aus dem Mund rutschte: Danke, Jesus, dass ich heute nicht aus meiner, sondern aus deiner Kraft leben werde. Es kommt nicht darauf an, ob du genügend Kraft für den Tag hast, sondern darauf, ob du heute bewusst Platz für Gottes Kraft machst. Und darf ich hier einfach einmal ganz direkt einsteigen? Die Autorin Nancy Nagel, die viele Bücher für Frauen schreibt, schreibt in einem dieser Bücher: Lebe dein Leben auf eine Weise, dass wenn deine Füße morgens den Boden berühren, der Teufel zusammenzuckt und sagt: Oh nein, sie ist wach! Und ich finde diesen Satz wirklich sehr gut, denn dir sollte bewusst sein, dass der Teufel kämpft. Ja, er kämpft um dich. Er kämpft um deine Familie. Er kämpft und kämpft, weil er genau weiß, was du Wundervolles ausrichtest, sobald du dich in Bewegung setzt. Er weiß, dass du jemand bist, der Hoffnung in das Herz eines weiteren Menschen, der ohne Hoffnung ist, sprechen kann. Er weiß, dass du jemand bist, der lächeln und freundlich sein wird, während andere Menschen frustriert und aggressiv durch die Straßen der Stadt laufen. Er weiß, dass du den Menschen sehen wirst, der von anderen übersehen wird. Den Menschen, dem er gerade einredet, dass es vielleicht besser wäre, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und das passt ihm natürlich nicht, denn er hasst das Licht. Ja, ist dir eigentlich bewusst, was das jedes Mal für eine Auswirkung hat, wenn du dich dafür entscheidest, in Gottes Kraft aufzustehen, obwohl du dich nicht danach fühlst, obwohl du glaubst, die Kraft für diesen Tag nicht zu haben? Wenn du dich entscheidest, dennoch aufzustehen, könnte das der Grund sein, weshalb andere Menschen heute Gott erleben. Ich meine das sehr ernst, wenn ich dir das sage, weil ich das tausendfach schon so erlebt habe. Wir vergessen oft folgende Wahrheit. Du lebst nicht, um diese Zeit irgendwie durchzustehen. Du lebst mit dem Auftrag, Gottes Liebe weiterzugeben. Lass mich dir ein Beispiel geben. Als ich trotz Hochzeitsplänen von meinem Partner verlassen und gegen eine Jüngere, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, ausgetauscht worden bin, war ich verständlicherweise am Boden zerstört. Ich hatte in der Zeit, und das muss man offen und ehrlich sagen, aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten gerade an ein paar Songs in den USA arbeiten können. Doch nun, wo er weg war, wollte und konnte ich menschlich gesehen dort gar nicht bleiben. Weißt du, was mich in der Zeit getragen hat? Bibelverse wie folgender. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Hier steht nicht: Ich bin überzeugt, dass du das schon packen wirst. Hier steht auch nicht:
Ich bin überzeugt, dass dein Ex, der das finanziert hat, das zum Abschluss bringen wird. Nein, dein Gott ist der, der etwas so Gutes in deinem Leben angefangen hat. Und er wird es auch zu Ende führen. Niemand anderes als Gott allein. Denn weder mein Ex noch ich selbst hatte diese Möglichkeit für mich eröffnet, in den USA Songs aufzunehmen, von denen ich heute weiß, dass sie Leben retten durften. Es war Gott allein. Und selbst wenn es gerade sehr schmerzhaft war und ich nicht wusste, wo die Finanzen für den Abschluss dieser Songs herkommen würden, entschied ich mich, weiterzumachen. Denn es war immer noch Gott, der diese Songs für mich wollte. Und er würde es auch sein, der dieses Werk zum Abschluss bringen würde. Das wurde mir, wenn auch unter vielen Tränen, bewusst. Ja, deswegen machte ich weiter, auch unter Tränen. Denn weißt du was? Wunder geschehen nicht beim Aufgeben. Wunder geschehen beim Weitergehen. Und als ich nun das erste Mal in einer sehr großen Kirche in den USA einen dieser Songs vorsingen durfte, waren da nicht ein ganzes Team aus Manager, Familie und Freunden um mich herum. Da gab es auch keinen Chauffeur, der mich abholte. Nein. Da war ich mit meinem letzten Geld in der Tasche, das ich für eine Fahrt mit dem Taxi, das mich in diese Kirche fahren sollte, ausgab. Und kaum hatte ich in diesem Taxi Platz genommen, fragte mich die Fahrerin direkt: Glauben Sie an Gott? Natürlich, platzte es nur so aus mir heraus. Und sofort teilte ich meine Geschichte mit ihr, während sie in Tränen ausbrach, sogar rechts ranfahren musste und sich nicht mehr beruhigte. Erst nach einigen Minuten sah sie mich mit einem tränenüberlaufenden Gesicht an und sagte: Das hier, das sollte meine letzte Fahrt werden. Ich habe zu Gott gesagt, dass ich nicht mehr kann und dass ich noch einen letzten Menschen fragen würde, ob es ihn gibt. Und wenn dieser mit Nein antworten würde, dann würde ich mir heute noch das Leben nehmen. Wow! Diese Frau darf heute leben, weil ich mich entschieden hatte, trotz allem im Vertrauen auf Gottes und nicht auf meine eigene Kraft weiterzugehen. Wenn du also gerade gegen etwas kämpfst, bedeutet das nicht unbedingt, dass du auf dem falschen Weg bist. Vielleicht bist du sowas von auf dem richtigen Weg und deswegen möchte dich da jemand unbedingt von abhalten. Du glaubst, dass der Teufel dir das Leben schwer macht? Dabei bist du der Mensch, der ihm den Spaß verdirbt. Du glaubst, dass der Teufel dir Steine in den Weg legt? Dabei bist du der Mensch, der ihm ein Stoppschild vor die Nase setzt. Du glaubst, dass der Teufel deine Beziehung zerstören will? Dabei ist Gott gerade dabei, ein Wunder vorzubereiten. Du glaubst, dass es dich nicht braucht? Dabei möchte Gott dich dazu gebrauchen, Leben zu retten. Wenn du heute dennoch aufstehst, wird nicht der Teufel deine Pläne zerstören, doch du wirst seine Pläne zunichte machen. Ja, auch du darfst heute beten: Danke, Jesus, dass ich heute nicht aus meiner, sondern aus deiner Kraft leben werde. Denn vergiss nicht, es kommt nicht darauf an, ob du genügend Kraft für den Tag hast, sondern darauf, ob du heute bewusst Platz für Gottes Kraft und seine Möglichkeiten machst. In der Bibel steht: Dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Such die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Steh heute auf, nicht aus deiner, sondern aus seiner Kraft. Danke für dich. So schön hast du den Tibian-Deutsch-Kanal eingeschaltet. Wir beten, dass dich dieses Video ermutigen durfte und dir Gottes Liebe zeigen konnte. Lass uns in den Kommentaren wissen, was dich ermutigt hat, und abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst.